Ich rufe auf Top 61 unserer Tagesordnung, Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion der CDU, Heimatbegriff nicht umdeuten. Unsere Heimat ist und bleibt Hessen, Drucksache 20-8563. Ich rufe auf den Abgeordneten Müller für die CDU. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben dieses Thema, die Aktuelle Stunde, gestellt, weil die Hop-on-Hop-off-Spitzenkandidatin der hessischen SPD, die Bundesinnenministerin, im Rahmen ihres medialen Ankündigungsverfahrens getwittert hat, man müsse den Begriff Heimat positiv umdeuten und so definieren, dass er offen, vielfältig ist, und entsprechend muss man das verändern. Wie unfassbar anmaßend, unerträglich dirigistisch und vor allem wie vollkommen erkenntnisfrei wird hier wieder einmal versucht, moralinsauer ein vermeintliches Problem mit rechts zu thematisieren und einen politgriffigen Vorgang auf den Weg zu bringen. Das vor folgendem Hintergrund. 1.871 Straßenkilometer von hier entfernt in Kiew sind Männer, Frauen, Alte, Junge, Hetero, Gleichgeschlechtliche, Queere, Linke, Rechte, Gläubige, Atheisten, eben Menschen wie Sie und ich, genau damit beschäftigt, mit ihrem Leben ihre Heimat zu verteidigen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, Heimat ist nicht definierbar. Heimat ist vor allem nicht durch eine Bundesministerin oder ein Bundesministerium definierbar. Heimat ist vieles. Heimat ist ganz vieles. Heimat ist bunt. Heimat ist divers. Und Heimat ist so unendlich vieles und alles von Mitwirkung. Es ist ein Gefühl von Aufgehobenheit, von Zuhause. Und insoweit hat die Bundestagsabgeordnete der FDP Teuteberg genau richtig und treffend ausgeführt, sie finde nicht, dass es Aufgabe von Politikern ist, den Begriff umzudeuten oder Menschen vorzuschreiben, was sie darunter zu verstehen haben. Heimat sei eh etwas sehr Individuelles, Subjektives und schon einmal gar nichts, was negativ besetzt ist. Dem wäre nichts hinzuzufügen, wenn Frau Faeser, aufgeschreckt durch übrigens linke Publizisten, aufgehört hätte, das weiter zu verfolgen. Nichts ist geschehen. Aua, kann ich da nur sagen. Was für ein Bild von einem Menschen oder von unseren Menschen wird eigentlich mit so einem Versuch abgebildet? Was wird eigentlich erzeugt? Am abstrusesten ist doch die Begründung, man müsse Heimat umdeuten, um den Missbrauch durch Rechte zu verhindern. Da wird es dann völlig staatsdirektistisch. Rechte missbrauchen offenkundig den Heimatbegriff genauso wie die Bundesinnenministerin. Für uns hier in Hessen ist Heimat Ausdruck großer Liberalität und Freiheit. Heimat ist für uns in Hessen unser persönliches und gesellschaftliches Umfeld, eben da, wo wir uns wohl, sicher und aufgehoben fühlen. Heimat kann ein Ort, ein Land sein, Familie, Freunde, ein Lieblingsverein, eine Partnerschaft gleich welcher Art, ein Verein, eine Demo, eine Vernissage, ein Stammtisch oder ein Abend draußen am Feuer mit Freunden oder eben ein Gefühl. Heimat bedeutet immer auch persönliche Freiheit, leben und leben lassen. Heimat ist der Ort und Raum für die Entfaltungsmöglichkeit des Einzelnen oder vieler, gleich welcher Orientierung, kulturellen Identität oder Meinung. Für uns als CDU-Landtagsfraktion ist deshalb unser Hessen unsere Heimat. Unsere Heimat, die Freiheit, Wohlstand und Gemeinsinn ermöglicht und gewährt, und das seit mehr als 75 Jahren, oder wie der hessische Ministerpräsident sagt, Freiheit mit Wumms. Wir leben hier traditionell, progressiv, multikulturell, gemeinschaftlich und engagiert. Das zu bewahren und gleichzeitig weiterzuentwickeln, ist eine spannende Herausforderung von jedem von uns. Dass das die Bundesinnenministerin in Verkennung der eigentlichen Bedeutung, des eigentlichen Werts von Heimat für uns alle versucht, den Hessinnen und Hessen zu nehmen, quasi madig zu machen, damit wird Ideologie vor hessische Lebensart gesetzt.
Sie geht deutlich an der Lebenswirklichkeit. Sie geht damit an der Lebenswirklichkeit und dem Verständnis der Menschen hier in Hessen vorbei. Das sagen uns die Hessinnen und ihr Lebensgefühl in unserem schönen Hessenland. Und so wird der Satz von Georg August Zinn doch eigentlich ad absurdum geführt. Hesse ist, wer Hesse sein will. Hessen ist unsere Heimat, ein Land mit großer Vielfalt, unterschiedlichen Traditionen und Mentalitäten, weltoffen und dennoch verwurzelt. Dieses zu erhalten, gestalten und gemeinsam weiterzuentwickeln, ist unser Anspruch. Und dafür werden wir uns in Zukunft weiter einsetzen. Die Verunglimpfung des Begriffs Heimat jedenfalls passt nicht in das Lebensgefühl von uns Hessen. Für uns gilt der Heimatbegriff eben von Georg August Zinn. Und in diesem Sinne ist Heimat etwas Schönes. Vielen Dank. Für DIE LINKE hat sich nun Frau Sölmez zu Wort gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist schon erstaunlich, wenn Herr Müller jetzt hier ausführt, der Begriff Heimat sei nichts Politisches. Da muss man sich doch fragen, warum gibt es dann ein Heimatministerium eben von CSU und CDU auf Bundesebene eingerichtet, wenn es kein politischer Begriff sein soll, wenn er nicht politisiert werden soll, dieser Begriff. Aber das nur am Rande, und lassen Sie mich mal von den ideologisch und oder eben ethnologischen Abhandlungen wegkommen, weggehen, in denen der Begriff eben Heimat ein Kampfbegriff zwischen links und rechts, liberal oder traditionell oder ist. Lassen Sie mich mal darstellen, lassen Sie uns mal gemeinsam schauen, was Menschen brauchen, damit sie sich zu Hause, daheim, also eben in der Heimat fühlen. Heimat ist der Ort, wo die Miete bezahlbar ist und Konzerne uns nicht aus unseren Stadtteilen und Dörfern verdrängen, wo die Menschen von ihrer Arbeit auch wirklich leben können und konsequent gegen Lohndumping vorgegangen wird, wo alle Kinder genug zu essen haben und ihr Bildungserfolg eben nicht vom Einkommen oder der Herkunft der Eltern abhängt. Heimat ist, wo die Existenzangst der Einzelnen von der Solidarität der vielen besiegt wird. Da, wo Reiche angemessen besteuert werden, oder besser noch, da, wo es weder arm noch reich gibt. Heimat ist, meine Damen und Herren, wo niemand bangen muss, nachts geweckt und abgeschoben zu werden, wo die Menschenwürde eben nicht am Aufenthaltstitel hängt. Zu Hause und heimisch kann man sich nur fühlen, wenn man keine Angst vor der Polizei haben muss, z.B. weil man vermeintlich anders aussieht, und wo die Polizei private Meldeadressen ihrer Bürgerinnen und Bürger für sich behält. Heimat ist, wo Antifaschismus eine Selbstverständlichkeit ist. Heimat ist, wo Wälder nicht Autobahnen weichen müssen und der Bus eben regelmäßig ins Dorf kommt. Heimat ist, Herr Müller, wenn Sie schon von Sicherheit reden, Heimat ist, wo rechte Netzwerke ernsthaft bekämpft werden und nicht stattdessen seitenweise Akten geschreddert werden und die Verantwortlichen dafür auch noch in höhere Ämter erhoben werden, meine Damen und Herren. Heimat sollte ein Ort sein, an dem Menschen leben, die ihren Reichtum und ihren Wohlstand eben nicht auf Kosten der Menschen des globalen Südens vermehren, sodass diese gezwungen werden, ihre Heimat wiederum zu verlassen. Heimat ist eben ein Ort, an dem nicht mehr Waffen gesegnet werden, sondern der Krieg geächtet wird. Und egal, wie sehr Sie das Gegenteil heraufbeschwören wollen, um solch eine Heimat zu werden, davon ist Hessen leider noch weit entfernt und hat noch einen sehr langen Weg vor sich. Aber wir laden Sie ganz herzlich dazu ein,
mit uns zusammen dafür zu streiten, dass Hessen Heimat wird. Eine Heimat wird, wo nicht jedes vierte Kind in Armut aufwächst, wo Menschen nicht zwei Jobs auf einmal nachgehen müssen, um einigermaßen ein menschenwürdiges Leben zu führen und über die Runden kommen zu können, wo Wohnungslose nicht nur ein Dach über dem Kopf haben, sondern wirklich ein Zuhause haben, und wo es keine Zweiklassenmedizin gibt, wo jeder Mensch uneingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung hat und wo der Einbürgerungswunsch von Menschen eben auch tatsächlich entsprochen wird und wo keine Menschen die politische Teilhabe und die gesellschaftliche Teilhabe verwehrt wird. Das ist eine Heimat, meine Damen und Herren. Und, meine Damen und Herren, Heimat ist der Ort, wenn wir von Sicherheit reden und eine Heimat haben möchten, in der wir auch sicher und frei leben können. Heimat ist der Ort, an dem rassistische Morde wie in Hanau ein Ding der Unmöglichkeit sind, meine Damen und Herren. Und solange wir nicht genau auf diese Gesellschaft hinarbeiten, wird uns jegliches Jonglieren mit dem Begriff der Heimat auch nicht wirklich viel weiterbringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bitte ich nun den Fraktionsvorsitzenden Wagner ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube, man hat es am bisherigen Verlauf der Debatte gemerkt. Heimat taugt nicht für die parteipolitische Debatte. Heimat gehört auch keiner Partei, sondern Heimat gehört den Menschen. Und weil Heimat den Menschen gehört, ist Heimat vielfältig. Ebenso vielfältig wie die Menschen, die in dieser Heimat leben. Für die einen ist Heimat die unmittelbare Nachbarschaft. Für die andere ist es der Stadtteil, in dem sie leben. Für die anderen die Stadt, das Bundesland, Deutschland, Europa. Wieder andere fühlen sich in der Welt zu Hause. Andere sagen, meine Heimat ist da, wo ich meine Liebe gefunden habe. Andere sagen, Heimat ist dort, wo meine Freundinnen und Freunde, meine Familie ist. Und wieder andere finden ihre Heimat in Kunst, Kultur und Philosophie. Meine Damen und Herren, so vielfältig ist Heimat. Eines ist Heimat aber immer. Heimat ist ein Gefühl der Zugehörigkeit, der Gemeinschaft, des Zusammenhalts. Heimat ist verbindend. Sie bringt Menschen zusammen. Sie lädt dazu ein, sich heimisch, sich zugehörig zu fühlen. Zugehörigkeit entsteht aber nicht dadurch, dass man sich abgrenzt, dass man andere ausgrenzt oder dass man definiert, wer nicht zur Heimat gehört. Oder um es hin. Oder um es in einem Satz zusammenzufassen, Heimat ist einschließend, aber niemals ausschließend. Eigentlich hat der frühere Ministerpräsident Georg August Zinn alles zum Thema Heimat gesagt. Er hat gesagt, Hesse ist, wer Hesse sein will. Er hat eigentlich alles dazu gesagt, denn er hat diesen Satz gesprochen als Zielbeschreibung, aber nicht als Beschreibung der damaligen Realität. Er hat diesen Satz gesprochen, weil er damit ein Signal geben wollen, dass die vielen Kriegsvertriebenen der damaligen Zeit in Hessen eine neue Heimat finden sollten. Hesse ist, wer Hesse sein will, hätte auch unser Leitbild sein müssen, als wir vor über 50 Jahren die sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter zu uns eingeladen haben. Es war leider nicht unser Leitbild. Und deshalb fühlen sich bis heute viele Menschen in unserem Land eben nicht zu Hause. Auch für sie wollen wir erreichen, dass sie sich in Hessen heimisch fühlen können.
Denn es kamen damals eben keine Gäste, sondern Menschen, die zu Hessen gehören, für die Hessen eine neue, eine zweite Heimat werden sollte. Und damit bin ich bei einem weiteren wichtigen Punkt. Heimat gibt es nicht nur in der Einzahl. Heimat gibt es auch im Plural. Viele Menschen fühlen sich an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Ländern, in mehreren Ländern heimisch. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren, denn Heimat ist immer so vielfältig wie die Menschen. Wir wollen, dass sich alle Menschen in unserem Land heimisch und zugehörig fühlen können. Das gilt für diejenigen, die schon immer hier leben. Es gilt aber auch für diejenigen mit Migrationsgeschichte. Alle sollen sich hier heimisch fühlen können. Aber, meine Damen und Herren, das war zu Georg August Zinns Zeiten eine Zielbeschreibung und keine Realität. Und das ist auch heute eine Zielbeschreibung und ein Auftrag und leider immer noch keine Realität in unserem Land. Und deshalb lassen Sie mich zusammenfassen, was unser Ziel ist, was unser Begriff von Heimat ist, wie wir Heimat verstehen. Hessen ist Heimat für alle, die Hessinnen und Hessen sein wollen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion bitte ich nun Herrn John ans Rednerpult. Ach, Herr Pinz, mit Ihnen habe ich gerechnet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Müller, ich schätze Sie sehr, aber das war ein billiger Angriff auf die Bundesinnenministerin Faeser. Und es ist eigentlich totaler Blödsinn, was Sie da. Oh, darf ich nicht sagen? Entschuldigung, alles gut. Die Gesellschaft, meine Damen und Herren, wiederholt sich. Und wenn man mal in die gesellschaftskritische Popmusik reinschaut, dann ist die mehr als aktuell. Denn der gute Grönemeyer hat bei dem Lied Keine Heimat nämlich genau das beschrieben, was Nancy Faeser auch meint. Der Werteverfall der Gesellschaft ist immer wieder aktuell. Und wenn ich aus dem Lied von Herbert Grönemeyer, das er 1988 geschrieben hat, Herr Müller, zitiere, dann kann ich da durchaus Sie wiedererkennen. Ich zitiere mal, Gesichter sehen verbittert aus, kein Lachen, kein ähnlicher Laut, Mienen gefroren. Vom Ehrgeiz getrieben, schmal der Mund, Züge verhärmt, ungesund, traurig, uniform. Die Seele verhökert, alles Sinn entleert, keine Heimat mehr. Und wenn ich die Methode Ronellenfitsch mal weiterführe, dann hat bereits im Jahr 1982 Udo Jürgens Folgendes komponiert. Und das trifft wunderbar zu. Komm her, ach, Herr Bellino, wer hier Oldi ist, das lasse ich mal dahingestellt sein. Ja? Komm her mit deinem Glas, wir rücken ein wenig zusammen. Dann hast du Platz. Mir scheint, du bist hier fremd und nicht so kalt wie der Ort, wo man dich nicht kennt. Da hilft es schon, wenn man einfach nur irgendwo mit einem anderen Menschen reden kann und nicht allein ist ein paar Stunden lang. Du weißt schon, was ich meine. Heimat, das können so viele Dinge sein. Und Herr Wagner, bin ich Ihnen dankbar. Sie haben es im Grunde genommen genauso aufgezählt, wie damals Udo Jürgens das gesagt hat. Heimat, das können so viele Dinge sein. Der Sender, den du hörst, die Straße, durch die du am Morgen zur Arbeit fährst, das Mädchen an der Kasse dort im Supermarkt, der Nachbar, der dich immer freundlich grüßt, die Frau, die du in deine Arme schließt. Aber ein ganz alter Hesse hat mal gesagt, und das ist Herr Goethe, und er kommt ja aus Hessen, hat dann später in Weimar gewohnt, der sagte Folgendes, alle diese vortrefflichen Menschen, zu denen Sie nun ein angenehmes Verhältnis haben, das ist es, was ich eine Heimat nenne. Und ich glaube, der hat recht. Und meine Damen und Herren,
Der Begriff Heimat ist nicht zwangsläufig positiv ausgelegt. Das ist er bei Weitem nicht. Und deswegen hat Nancy Faeser natürlich recht, wenn sie sagt, wir müssen den Begriff Heimat positiv umdeuten und so definieren, dass er offen und vielfältig ist. Der Begriff soll ausdrücken, dass Menschen, und das hat auch Herr Wagner eben sehr deutlich gesagt, selbst entscheiden können, wie sie leben, glauben und lieben wollen. Das wäre ein Gewinn für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Meine Damen und Herren, der Begriff Heimat wird von Zeit zu Zeit, leidet schon von Zeit zu Zeit, genau wenn er von denen verwendet wird, die den Begriff letztendlich missbrauchen. Und da gibt es eine ganze Menge. Und das haben wir ja heute wieder hier erleben müssen. Und damit er nicht ganz nach rechts sich wendet, müssen wir immer wieder darüber reden. Und das hat übrigens auch Frank-Walter Steinmeier sehr deutlich gemacht zum Tag der Deutschen Einheit. Da sagte er nämlich, man darf die Sehnsucht nach Heimat nicht den Nationalisten überlassen. Und auch Robert Habeck von den Grünen sagte, man muss um den Begriff Heimat kämpfen. Denn wenn man ihn den Rechtsextremisten überlassen, werde er verhunzt. Und was meint er mit verhunzt, meine Damen und Herren? Heimat als Wort, als Begriff, wenn er nur für wenige steht, dann wird er verhunzt. Dabei ist Heimat ein Versprechen, dass alle Menschen Geborgenheit und Sicherheit erfahren können, egal wo sie herkommen und wie sie leben wollen. Er sagt im Grunde genommen genau das Gleiche, was Nancy Faeser gesagt hat. Aber davon sagen Sie, lieber Herr Müller, nichts. Denn Ihnen geht es nur darum, hier einen Angriff, einen billigen Angriff auf unsere Bundesinnenministerin zu starten, um nichts anderes. Es geht darum, den Begriff Heimat zu öffnen, als ein Ort, wo man versteht und zugleich verstanden wird. Es gilt, den Begriff aus der rechten Ecke zu holen und zu entstauben, immer mal wieder. Und das erleben wir ja heute auch hier. Heimatliche Gefühle kann man überall bekommen. In einem Land, in zwei Ländern, in drei Ländern, in Europa oder, wie es Udo Jürgens gesagt hat, beim Glas Wein, auf der Straße, sonst wo. Bei den Herr Jun, kommen Sie bitte zum Schluss. Meine Damen und Herren, ich zitiere noch einmal den Frank-Walter Steinmeier. Ihre Heimat, unsere Heimat. Fremdheit weicht, wenn man sich vertraut macht, über Gebräuche hinaus miteinander. Und Hesse ist, wer Hesse sein will, wer das gesagt hat, das muss ich Ihnen nicht erläutern. Sie haben es ja mehrfach schon gehört. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion bitte ich nun Herrn Dr. Büger ans Rednerpult. So. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Es ist im Übrigen auch, wir haben uns nicht abgestimmt, Herr John, eine Liedzeile. Es stammt übrigens auch von Herbert Grönemeyer, wenn auch ein bisschen später, 1999. Und ich fand, er passt hier an dieser Stelle besser. Ich finde wirklich, er trifft den Punkt. Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Denn Heimat, das kann eine Landschaft sein, das kann ein Haus sein, das kann ein spezieller Ort sein, es kann auch einfach der Geruch von Brot sein, wenn ich am Samstag in Wetzlar auf den Domplatz gehe und entsprechend dort was einkaufe. Für meine Kollegin Wiebke Knell ist es mit Sicherheit die Ahle Woscht und für meinen Kollegen René Rock das Klosterbrot in Seligenstadt. Für den einen oder anderen ist es ein Dialekt. Es kann auch Brauchtum sein. Und manchmal sind es auch einfach nur die Menschen, mit denen uns etwas verbindet. Wikipedia schreibt bei der Definition, und als Mathematiker gucke ich immer erst mal auf Definitionen, eine einheitliche Definition von Heimat existiert nicht. Heimat ist also subjektiv, persönlich auch sehr emotional besetzt. Und deshalb habe ich mich so ein bisschen gewundert über den Titel
den Sie, liebe Christdemokraten, reingeschrieben haben. Da steht nämlich wörtlich drin, unsere Heimat ist und bleibt Hessen. Und Herr Müller, das stimmt dann nicht ganz mit Ihrer Rede überein, denn Sie sagen, oh, man kann Heimat gar nicht definieren. Sie tun das aber genau in Ihrem Antrag. Sie sagen ja, was Heimat ist. Und indem Sie das dort definieren, jetzt könnte man sagen, Heimat ist und bleibt Hessen, kann man zwei Blicke drauf werfen. Rein geografisch, ja natürlich, offenkundig richtig, aber genauso eigentlich auch nichtssagend. Und politisch gesehen ist dieser Begriff Heimat gleich Hessen nur geografisch gesehen für mich viel zu eng. Viel zu eng. Warum denn nun der Streit um den Heimatbegriff? Na klar, weil Heimat ein Gefühl ist. Weil Heimat emotional ist und damit auch emotionalisiert. Und weil jeder seinen eigenen Begriff von Heimat hat und deswegen sich natürlich auch genau diesen Begriff von Heimat nicht nehmen lassen will. Und dann kommen wir in den Bereich der Deutungshoheit und Umdeutung und wer deutet wie wem die entsprechende Heimat. Und Herr Wagner, wenn Sie heute sagen, Heimat taugt deshalb nicht zur politischen Debatte, dann ist das durchaus nachdenkenswert. Doch Sie haben gesagt, es taugt nicht zur Debatte. Dann sagen Sie es nur. Ich dachte, Sie stimmen unter Koalitionspartnern Ihre aktuellen Stunden ab. Dann sagen Sie doch Ihrem Koalitionspartner, dass das nicht zu einer Debatte taugt und machen Sie es nicht hier zur Debatte. Also das hat mich verwundert. Und deswegen hier unsere Bitte als Freie Demokraten. Lassen Sie doch jedem seine Heimat. Lassen Sie unterschiedliche Begriffe von Heimat zu. Lassen Sie auch zu, dass nicht jedem der Begriff von Heimat gleich wichtig ist. Auch dass vielleicht der ein oder andere sagt, ich habe gar keine Heimat, ich empfinde mich als heimatlos. Oder natürlich auch das wurde ja schon erwähnt, dass jemand mehrere Begriffe von Heimat hat, mehrere Heimaten. Wo, wenn wir das zulassen, liegt dann am Ende das Problem? Das Problem liegt daran, dass Heimat auch zu eng werden kann. Dann, wenn man ihn nämlich nur festmacht, an einem Geburtsort, an bestimmten Traditionen, dann wird der Heimatbegriff schnell ausschließend im Sinne von, geht doch ihr in eure Heimat. Und diesen negativen Begriff von Heimat, der nicht meiner und nicht unserer ist, den sollten wir vermeiden und auf der anderen Seite überlegen, und das wäre, glaube ich, die wichtigere Debatte, wie wir gut und manchmal auch besser zusammenleben können, auch in Hessen. Und deswegen meine Bitte auch gerade an die CDU, die diese Aktuelle Stunde hier gemacht hat, machen Sie doch Heimat nicht zum politischen Kampfplatz. Ich glaube, das ist nicht angemessen. Und meine Bitte auch nach links, die versuchen hier immer so inklusiv zu sein, aber Sie haben eigentlich, Frau Sömmnitz, nur gesagt, Heimat ist da, wo Ihre linke Politik gilt. Das ist ein extrem ausschließender Begriff. Extrem ausschließend. Extrem ausschließend, dass Sie das noch gut finden, dass das ausschließend ist, finde ich an dieser Stelle traurig. Also deswegen, Heimat ist ein Gefühl. Heimat ist individuell, Heimat ist vielfältig. Aber gibt es noch, vielleicht doch, habe ich mir überlegt, eine Klammer. Und ja, für mich gibt es eine Klammer. Die Klammer für mich, das sind unsere gemeinsamen Werte. Das ist Demokratie, das ist Rechtsstaat, das ist Toleranz. In dem Sinne oute ich mich hier als Verfassungspatriot. Und ich glaube, und damit, Frau Präsidentin, komme ich auch zum Schluss, wer diesen Begriff von Heimat hat, der ist auch so tolerant, dass er am Ende jedem seine konkrete Vorstellung von Heimat lässt. Wir Freie Demokraten tun das jedenfalls. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion erteile ich nun Herrn Garf das Wort. Vielen Dank, verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sprechen in der Aktuellen Stunde zum Thema Heimatbegriff nicht umdeuten. Unsere Heimat ist und bleibt Hessen. Die jetzige Diskussion ist jüngst neu entflammt, als die Bundesinnenministerin via Twitter erklärte, der Heimatbegriff müsse positiv umgedeutet werden, was impliziert, dass daran etwas Schlechtes war oder ist. Eine
Eine bundesweite Debatte wurde angestoßen, die der SPD-Politikerin von Anhängern dieser These Lob einbrachte, mehrheitlich jedoch scharf kritisiert wurde. Zu Recht, sagen wir von der AfD, und haben hierzu bereits am 20. Mai klar Stellung bezogen durch unseren parlamentarischen Geschäftsführer, ebenso wie in der Vergangenheit, wenn geboten. Allerdings muss ich eine gewisse Verwunderung eingestehen. Warum ist dieses Thema ausgerechnet jetzt, einige Wochen nach dem Twitter-Post, so brisant, dass wir in einer aktuellen Stunde darüber sprechen? Generell ist die Aussage der CDU keineswegs falsch. Aber bedarf es einer aktuellen Stunde in Zeiten großer Not und brisanter Probleme, wie beispielsweise überhöhte Energiepreise, ausufernde Lebenshaltungskosten und kriegerischer Krisenherde, um über einen Heimatbegriff zu philosophieren? Böse Zungen würden sagen, es geht um die Rückbesinnung der CDU zu ihren konservativen Wurzeln oder zumindest dem Anschein danach. Genauer, das eigene Image vom Abdriften ins linke Lager soll gestoppt werden, doch der Linksruck übermannte die CDU, vor allem geschuldet der Ära Merkel, oder aber seitens Regierungskoalitionen mit grünen Kräften in Landesparlamenten. Die Christdemokraten verloren in der Symbiose mit den Grünen zunehmend die Haltung einer konservativen, traditionsbewussten und souveränen Partei. Das Wort Heimat wird seit Jahren durch linke und anarchistische Bewegungen versucht, mit einem Stigmata zu belegen. Heimatbewusstsein, Heimatgefühl oder sehr verfänglich, die Heimatliebe werden unmittelbar mit Adjektiven wie schmuddelig, engstirnig, rückwärtsgewandt oder gar rassistisch versehen. Das sind besorgniserregende Entwicklungen, allerdings keine überraschenden Phänomene. Denken wir an den amtierenden Wirtschaftsminister und stellvertretenden Bundeskanzler Robert Habeck. Jeder dürfte seine Aussage kennen. Ich zitiere: Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht. Normalerweise schlechte Voraussetzungen, um besagtes Land politisch zu vertreten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Welche politische Weltanschauung sich wie zum Heimatbegriff stellt, ist ein eigenes Thema. Wir sind im Bilde und kennen die Positionen. Zurück zur Sache. Gemäß der Verhaltensforschung reflektiert Heimat zunächst ein Bedürfnis nach Raumorientierung bzw. Zugehörigkeit nach einem Territorium, das für die eigene Existenz Identität, Stimulierung und Sicherheit bieten kann. Ist es nicht vielmehr so, dass Heimat und alles, was wir daraus ableiten, ein Begriff ist, der mit der Kultur und den Wurzeln eines Landes gewachsen ist? Heimat ist ebenso höchst individuell, kein klar objektiv beschreibbarer Zustand. Jeder von uns verbindet vermutlich etwas anderes mit dem Wort Heimat als sein Sitznachbar, ihre Kinder oder gar ihr Ehepartner. Insofern kann man sich an den Begriff Heimat nur annähern, sich nicht an ihm exzessiv abarbeiten, meine sehr geehrten Damen. Es muss im jeweiligen Kontext unterschieden werden, ob es eine allgemeine Definition des Begriffes, um eine allgemeine Definition des Begriffes gehen soll, womöglich eine territoriale Beschreibung, sprich Heimat als Gebiet oder individuelles Heimatgefühl oder einfach ausgedrückt die schöne Umgebung, in der man lebt. Deutschland Hessen kann mit Stolz aus einem Bestand erhaltenswerter Traditionen schöpfen, die auch die Basis von Heimat bedeuten. Herr Abgeordneter Garf, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, ich komme zum Schluss. Erst wenn ein Gefühl für Heimat besteht, können überhaupt über eigene Grenzen hinweg politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Bündnisse eingegangen werden.
Ich beende meine Rede mit einem kurzen Plädoyer. Die Identifikation mit einem Vaterland, einer Muttersprache und einer Kultur ist keine Schande, sondern ein positiver Wert. Den Zusammenhalt Sie müssen jetzt wirklich zum Schluss kommen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, zwei Sätze, bin ich fertig. Vielen Dank. Der Zusammenhalt einer Gesellschaft fördert und in allen Ländern der Welt als normal gilt. Das schließt weder kritische Selbstreflexion oder aber Aufgeschlossenheit aus. Ich jedenfalls liebe meine Heimat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich ziehe Sie ins nächste Mal. Für die Landesregierung spricht jetzt Staatssekretär Sauer. Ah, Herr Staatsminister Boddenberg hatte eine andere Information. Gut. Ja, Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ich finde zunächst einmal, wir sollten uns bei Aktuellen Stunden, bei Setzpunkten und anderen vielleicht, da beziehe ich mich selber auch mit ein, abgewöhnen, jeweils zu bewerten, warum wer einen Punkt gesetzt hat und ob es dazu eine Berechtigung gibt oder nicht. Ich finde, es gab einen aktuellen Anlass, nämlich eine Twitter-Mitteilung der Bundesinnenministerin. Und dass es darauf Reaktionen gibt, glaube ich, hat sie selbst am meisten erwartet, sonst hätte sie ja keine Twitter-Meldung ins Land gesendet. So, und was ich spannend finde an dieser Debatte, ist zunächst einmal losgelöst von der Bewertung, darf man das und sollte man das im Rahmen einer Aktuellen Stunde diskutieren, dass ich jedenfalls eine ganze Reihe von Stimmen heute seit langem mal wieder gehört habe, von denen ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir sie wechselseitig voneinander wissen. Ich könnte jetzt versucht sein, ich lasse mal die extremen Positionen von links wie rechts heute weg, aber wenn ich so in die Mitte des Plenums schaue, sehe ich auch sehr viel Übereinstimmung. Und Herr Dr. Büger, ich will mal mit dem anfangen, was Sie zu Recht sagen. Ich hatte mir das auch notiert. Ich habe die Debatte abwarten wollen, um zu gucken, worauf sollte man dann vielleicht noch mal als Vertreter der Landesregierung eingehen, dass Sie sehr deutlich gesagt haben, dass der Heimatbegriff eben nicht nur geografisch eingrenzbar sein sollte, sondern sehr viel mehr, Sie haben es Gefühl genannt, bedeutet, das teile ich uneingeschränkt. Und ich glaube, das teilt auch das Haus insgesamt. Und ich glaube, das Haus im demokratischen Spektrum teilt auch insgesamt, dass Sie mehrere Redner davon gesprochen haben. Matthias Wagner hat es, wie ich finde, treffend formuliert mit zwei Vokabeln, nämlich heißt eingrenzen und nicht ausgrenzen und soll heißen, der Missbrauch, der natürlich in den letzten Jahren leider zunehmend, aber auch über viele Jahre immer wieder stattgefunden hat, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, der gehört wirklich in eine andere Ecke der politischen Debatte, jedenfalls nicht in ein Parlament, das Freiheit, das Heimat unter dem Begriff der Freiheit, der Rechtsstaatlichkeit, der Toleranz, der Nächstenliebe definiert, wie wir das hier in Hessen tun. Wir haben eine ganze Reihe von eigenen Entwicklungen, glaube ich, in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Sphären. Und jetzt ist Herr Habeck, glaube ich, schon zweimal genannt worden. Ich hatte ihn mir auch aufgeschrieben, weil ich mich an eine Begegnung erinnere, lieber Matthias Wagner. Wir beide waren noch Fraktionsvorsitzende und ihr hattet, glaube ich, einen Frühjahrsempfang. Und Robert Habeck hat, ich glaube, damals noch als Kabinettmitglied in Schleswig-Holstein, aber auch schon an der Bundesspitze der Partei eine Rede gehalten. Und ich weiß noch wie heute, ich bin nachher zu ihm und habe gesagt, wissen Sie, ich hätte viel erwartet, aber dass ein Vorsitzender der Grünen in einer Rede von 20 oder 25 Minuten 6-7 Mal den Begriff Heimat verwendet, hätte ich vor 2-3 Jahren nicht vermutet. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass er mir auch recht gegeben hat, dass nämlich tatsächlich in allen gesellschaftlichen Bereichen, aber auch in den Parteien durchaus ein solcher Begriff ja kein Status bedeutet eines Jahres und einer Definition, einer Begriffsdefinition aus dem Jahr 1956, sondern schlichtweg die Idee einer Definition eines solchen Begriffs sich auch entwickelt, auch anhand der Umstände entwickelt. Und bei den Grünen hatte ich damals das Gefühl, das war das, was Habeck auch so sinngemäß entgegnet hat, ja, auch in meiner, in unserer Partei, ist die Frage der kulturellen Identität, des sich menschlich Wohlfühlens, des Gefühls, wie Sie es genannt haben, eine Frage, die an Bedeutung zunimmt. Und ich glaube, das ist dann nicht etwas, was man kritisieren sollte, sondern wo man feststellen sollte, ja, das geht uns allen so. In einer globalisierteren, immer digitalisierteren Welt gibt es eine neue Wertigkeit von Gefühlen aller Heimat, die ich sehr wohl und ich glaube, wir alle am Ende nachvollziehen können. So, und wenn man denn vielleicht dort erst einmal unter den Demokraten mal losgelöst der Pointierung, der Begrifflichkeit und all dieser Dinge zu dieser gemeinsamen Auffassung kommt,
dass Heimat etwas ist, das urmenschlich ist. Familie zu haben, Freunde zu haben, ja, eine soziale, eine intellektuelle, eine existenzielle Sicherheit zu haben. Und dass das eben nicht bedeutet, dass es ausgrenzend gemeint ist, sondern eben für jeden gilt, der für sich Heimat an einer bestimmten Stelle, und das meine ich eben nicht nur geografisch definiert, das, glaube ich, sollte selbstverständlich sein. Und wenn das die gemeinsame Erkenntnis und der Konsens im Hause am Ende tatsächlich ist, dann glaube ich, dass sich eine solche Debatte gelohnt hat. Und ich will noch ein Letztes sagen. Da ich über die Grünen gesprochen habe, kann ich natürlich auch über die Union reden. Wir arbeiten gerade die Partei an einem neuen Grundsatzprogramm. Und der letzten Grundsatzkommission 2007 durfte ich angehören. Und manche erinnern sich noch, das war die Hochphase einer ganz anderen, aber in dem Zusammenhang wichtigen Debatte. Stichwort damals, Sie erinnern sich, Leitkultur. Und ich weiß noch wie heute, wie intensiv wir in der Partei über diese Begrifflichkeit gesprochen haben, weil wir sehr wohl wussten, auch das ist möglicherweise missbrauchbar. Und dass wir am Ende eben neu formuliert haben, aus einer ursprünglichen Begrifflichkeit deutsche Leitkultur gesagt haben, wir drehen das rum und wir sagen, es muss eine Leitkultur und sollte eine Leitkultur in Deutschland geben, was etwas völlig anderes, nämlich sehr viel erweiternderes ist. Das, glaube ich, ist ein Punkt, der zeigt, dass auch in meiner, in unserer Partei durchaus solche Debatten stattfinden müssen, wie ich finde, gerade auch übrigens wieder stattfinden. Und das ist es dann, was am Ende des Tages auch zu einem Pluralismus der Parteienlandschaft in unserem Land führt, von der ich glaube, dass dieser Pluralismus auch die Unterschiedlichkeit von Meinungen, von Interpretationen, in dem Fall Wortinterpretationen, die mehr aber sind als Semantik, tatsächlich so lebenswert macht. Und einen allerletzten Punkt. Leider ist es ja häufig so, dass man den Wert einer Sache, eines Gefühls in dem Fall erst dann wieder vielleicht noch einmal sehr bewusst selbst wahrnimmt, wenn man sieht, was es bedeutet, wenn man etwas verliert. Und die Fernsehbilder und die Dokumentation der letzten Jahre, und ich sage nicht nur erst seit dem 24. Februar mit den mittlerweile, ich glaube, 6 Millionen Menschen, die aus der Ukraine herauskommen, die ihre Heimat verlassen mussten, sondern auch die Bilder 2015 haben ja in unserem Land zunächst einmal viel Betroffenheit und Mitgefühl für diejenigen, die ihre Heimat verloren haben, gefühlt, am Ende aber auch sehr schnell dieses Gefühl aufbrauchen lassen, jedenfalls in Teilen unserer Gesellschaft, bis hin zu sehr extremen Reaktionen, die wir alle nie wollten und auch zukünftig nicht wollen dürfen. Aber mir ist jetzt noch einmal beim Betrachten dieser Bilder klar geworden, dass dieser Heimatbegriff am Ende des Tages in den Gesichtern der Menschen, der Frauen, der Kinder, der alten Menschen, der jungen Menschen, die aus der Ukraine kommen, wirklich in einer Art und Weise Interpretation findet, die zutiefst traurig ist, die uns alle bestürzen muss, die am Ende aber dazu führt, dass wir jedenfalls auch diesen Menschen aktuell zurufen müssen. Ja, Herr Dr. Büger, ich muss Sie noch einmal bemühen. Heimat ist dort, wo ihr wisst, ihr seid willkommen, wo ihr wisst, dass es nicht nur eine zwangsläufige Hilfsmaßnahme der Europäischen Union oder der westlichen Staaten ist, sondern eine emotionale Bereitschaft, diesen Menschen zumindest vorübergehend, manchen möglicherweise auch auf Dauer eine Heimat zu bieten. Und wenn das die traurige, leider notwendige Erkenntnis auch dieser Tage ist und wir damit auch zukünftig umgehen und gemeinsam dabei bleiben, dass sich diese Bereitschaft zur Vergabe der Heimat und der Integration in unsere heimatlichen Sphären bedeutet in Richtung derjenigen, die ihre Heimat verlassen mussten, dann finde ich, ist die Debatte allemal es wert, dass wir sie führen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Staatsminister Boddenberg. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aktuelle Stunde der Fraktion der CDU mit der Drucksache 20 8563 abgehalten.